Heute steht die Welt mit dem Klimawandel vor einer großen Herausforderung. Und es liegt in den Händen unserer Generation, das Klima zu schützen. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, Treibhausgasemissionen zu verringern. Schließlich geht es darum, die Erde lebenswert für unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Ich bin froh, mit unserem energieintensiven Unternehmen eine große Wirkung zum Klimaschutz entfalten zu können. Alles begann vor über 150 Jahren mit Freundschaft und Liebe. Mein Ururgroßvater Richard Neumeier war eben Schmiedemeister geworden und durch einen guten Freund von ihm konnte er eine Schmiede pachten und so 1867 sein erstes Unternehmen gründen. Heute in fünfter Generation produzieren wir mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Schmiedeteile für den Maschinen- und Anlagenbau und die Fahrzeugindustrie. Mehr als jedes zehnte Schmiedeteil ist inzwischen in einem Elektrofahrzeug verbaut. Tendenz stark steigend. Überall, wo es auf hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit ankommt, sind Schmiedeteile im Einsatz. Das Schmieden von Stahl ist jedoch auch ein energieintensiver Prozess. Und das stellt uns vor die Fragen, woher bekommen wir saubere und bezahlbare Energie? Und wie können wir Stahl verarbeiten und dabei zum Klimaschutz beitragen? Unsere Entwickler und Produktdesigner werden in die Bauteilentwicklung bei den Kunden mit einbezogen. Das ermöglicht es uns bereits beim Design, die Produkte so leicht wie möglich zu gestalten. Um diesen Energiebedarf zu senken, haben wir in den vergangenen Jahren in Erwärmungsanlagen investiert, die viel weniger Strom brauchen. Alleine dadurch sparen wir mehr als 2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr ein. Richard Neumeier produziert Bauteile aus Stahl und Edelstahl für den Automotive-Sektor und für den Maschinen- und Anlagebau. Die Bauteile werden geschmiedet, also bei extrem hohen Temperaturen umgeformt. Anschließend werden die Bauteile bearbeitet und beispielsweise in LKWs, Autos, mittlerweile auch in vielen Elektrofahrzeugen verbaut. Für eine ressourcenschonende Produktion verbessern wir ständig unsere Energieeffizienz durch unser zertifiziertes Energiemanagement. Wir beraten die Kunden bei der Materialauswahl, um die Schmiedewärme so zu nutzen, dass Folgeprozesse nicht mehr notwendig sind. Durch diese Innovation senken wir unsere jährliche CO2-Emission um mehr als 2500 Tonnen. Die Digitalisierung ist Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Beispielsweise können wir den CO2-Fußabdruck für jedes unserer Produkte genau berechnen. Dadurch sehen wir, wo CO2 in der Lieferkette entsteht und wo wir ansetzen müssen, um unsere Prozesse gezielt zu verbessern. Davon profitieren auch unsere Kunden. Wir untersuchen in verschiedenen Projekten die CO2-Einsparmöglichkeiten in unserer Fertigung. Zum Beispiel produzieren wir mit möglichst wenig Materialüberschuss. Bei manchen Produkten können wir sogar komplett auf überschüssiges Material verzichten. Auch in der Beschaffung spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Mit dem Einkauf von Strom haben energieintensive Unternehmen einen großen Einfluss auf CO2-Emissionen. Wir beziehen unseren Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien. Ein weiteres Beispiel ist der Materialeinkauf. Zusammen mit unseren Lieferanten suchen wir nachhaltige Lösungen, wie beispielsweise den Bezug von grün produziertem Stahl. Als Physiker kommt es mir auf die tatsächliche Wirkung an. Klimaschutz ist unser Wegweiser. Mit unserem energieintensiven Unternehmen haben wir viele Möglichkeiten, wirksam zum Klimaschutz beizutragen. Durch unser innovatives Wärmebehandlungsverfahren sparen wir 95% Energie. Früher sind die glühend heißen Schmiedeteile einfach so abgekühlt und wurden anschließend mit viel Energieeinsatz erneut erwärmt. Heute fallen die glühend heißen Teile in eine Art Riesenisolierbehälter, werden dort auf Temperatur gehalten und wir bekommen den gleichen Effekt. Dadurch werden jährlich Tausende von Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Unsere Kunden schätzen unsere konsequente Ausrichtung auf Klimaschutz. Bei uns können sie CO2-neutrale Produkte einkaufen und damit auch ihre Nachhaltigkeitsziele in der Lieferkette erreichen. Für ein wirklich klimaneutrales Schmiedeteil benötigen wir auch klimaneutralen Stahl. Wir investieren in erneuerbare Energie und möchten mehr als die Hälfte unseres Strombedarfs in Zukunft selbst erneuerbar herstellen. Das haben wir uns vorgenommen, ab dem Jahr 2039 komplett klimaneutral zu sein. Wir haben gezeigt, dass grünes Schmieden möglich ist.